für ein geiler Ort, an dem wir stehen, in Frankfurt, im Zoom, ein geschichtsträchtiger Club. Früher lief hier extremst Elektro, dann ist hier nichts mehr gegangen, dann ist das Zoom hier reingezogen und jetzt sind wir hier und bringen mit Battle Rap diese Kulisse zum Beben. Seid ihr bereit, mit uns zusammen den Laden auseinanderzunehmen, Frankfurt? Und was für ein Match könnte dafür geiler sein, als zwischen diesen beiden Protagonisten, die so dermaßen Bock aufeinander haben, den anderen unfassbar bis in den absoluten Abgrund der Lächerlichkeit zu ziehen. Auf meiner rechten Seite, was soll ich zu ihm sagen? Er hat alles erreicht, was man im Battle Rap erreichen kann, ist jetzt auf anderen Gefilden unterwegs und ist da auch auf dem besten Weg, alles zu erreichen. Macht einen unfassbaren Lärm für einen Typen, der Wahnsinns-Punchline schreibt, der immer wieder bei uns ausgeholfen hat, obwohl er gar nicht mehr unbedingt battlen wollte, der seinen Weg zurückfinden musste, der mittlerweile seinen Mann gestanden hat im Kreis und zwar nicht nur einmal, sondern zweimal und jetzt wieder bereit ist, auf der Bühne mit Mikrofon in der Hand seinen Gegner zu zerfetzen. Macht Lärm für Skinny! Und auf der linken Seite ein junger Mann, der mir, ich weiß nicht mehr, vor wie vielen Jahren Hassnachrichten geschickt hat, auf Instagram per Sprachnotiz, der gesagt hat, ey, du weißt nicht, wer ich bin, aber du wirst mich kennenlernen. Irgendwann werde ich kommen, ich werde schreiben, trainieren und euch alle auseinandernehmen und irgendwann die Größten von euch battlen. Er hat sich durch Freestyle-Turniere gekämpft, er hat sich bei den verschiedensten Plattformen durch Written-Matches gekämpft, hat sich in seinem Leben durch eine Transformation in eine ganz neue Lebensform gekämpft. Fresh as fuck, new MC Goiner, macht Lärm, hier MC Goiner! Die beiden MCs haben gesagt, ich soll eine Münze werfen. Wer von euch entscheidet? Kopf oder Zahl? Kopf. Cynic soll anfangen in diesem Match und wir machen jetzt genau das, was wir vorhin besprochen haben, denn ihr wisst, worum es geht. Das Ding ist unjudged, aber glaubt mir, das werden wir alle judgen und auch die beiden und das ist das Wichtigste. Jeder ist bereit, seine Performance zu liefern. Erste Runde Cynic, Frankfurt, seid mir jetzt alle ruhig! So, es geht auch sofort los, aber ich habe ganz kurz noch mal ein paar Fragen zu seinen Texten. Ach nee. Das erste Mal seit 10 Jahren brauche ich meinem Intro gar nicht ankommen. Das bekannteste Intro von allen Battle-Rap-Plattformen. Die Frage, mit der ich am Anfang hier immer die Show schmeiß. Ob du behindert bist, habe ich gefragt. Wo sonst immer so Killer die Crowd schreit. Kann ich mir sparen, weil der fette Hurensohn hat einfach einen Behindertenausweis. Ja. Lasst euch bitte von diesem Bild hier nicht beeinflussen. Ich schwöre, stellt euch mal ganz kurz vor, ein Rollstuhlfahrer fährt Usain Bolt immer von hinten in die Hacken. Ne? Und zwar volle Möhre. Unterbewusst werden seine Taten geschönt, weil euer Kopf seinen Zustand mit einbezieht. Daran ist die menschliche Psyche gewöhnt. Und aus irgendeinem komischen Grund ist man dem Behinderten nicht böse. Das hier ist aber was anderes. Der hat sich das selber ausgesucht. Obwohl der so aussieht, wie der aussieht, will er mit mir in den lyrischen Faustkampf. Also egal, was ich heute sage, ihr seid keine schlechten Menschen, wenn ihr ihn heute auslacht. So, als ich das erste Mal gesehen habe, war ich geschockt und musste erst mal schlucken. Ich meine, du bist ein dicker Klops. Ja, so ein bunter Hubba-Bubba. Als allererstes erstmal Props an die Muschi seiner Mutter. Sowas muss er erstmal auf die Welt schießen, Alter. Ohne Spaß. Das hat doch bestimmt wehgetan im Schritt. Seitdem du auf der Welt bist, ist Fotze ein sehr dehnbarer Begriff. Ey, man kann ihn auf einer Dating-App nicht mehr zur Seite swipen, weil er zu fett ist für Tinder. Und im Publikum an die ganzen jungen Dinger, die sich jetzt denken, oh, der Goini mit seiner flinken Zunge an meiner Mini-Muschi, das ist bestimmt noch besser als Fingern. Macht euch einfach einen Klecks Ketchup auf die Klitoris und der Goini leckt euch behindert. Mann, Dicker, du bewegst dich wie der Vater von den Dinos. Mock nicht so, du Bitch. Blauwale gucken Dokus über dich. Ey, stellt euch mal bitte seine riesigen Unterhosen vor. Das ist doch bestimmt die Härte.
Wisst ihr, wie nach so einem Abend die aussehen, Alter? Ich will das auch gar nicht großartig bewerten. Aber wenn der vorwärts geht, dann reiben die Oberschenkel ineinander und stehen so Funken und Feuer und ein bisschen Wärme. Das ist ja trotzdem keine Stärke. Ich meine, du hast so viel versteckte Rillen und Falten im Unterleib, der hat sich locker schon mal eingeschissen, ohne was zu merken. MC Goiner hat schon immer Rapper Mittwoch geguckt, zu jeder Zeit, und hat irgendwann gesehen, okay, warte mal ganz kurz, Drop Dynamic ist hier der King, aber der ist doch schwabbelig und monsterbreit. Und Rolling G ist körperlich behindert, aber die Leute finden den Ober nice. Und Merlin lispelt und spuckt, aber rappt sogar tight. Lispeln, spucken, fett, körperlich behindert. Du hörst so Ben Salomo im Hintergrund. Wo sind die MCs heute Abend? Wer ist für die Show bereit? Und MC Goiner denkt sich, halt meine Cola light. Dicker, du bist so fett, Alter. Ich geb dir meine Gage, wenn du hier drankommst. Überragend, Alter. Ich geb dir meine Gage, wenn du drankommst. Lach doch mal über dich selber. Machst du doch, geil, du hast doch eine stabile Psyche. Du sagst ja selber auch immer, ne, du hast einen Mikropenis. Das ist aber Hanebüchen. An deiner Stelle würde ich einfach sagen, ich habe den größten Schwanz der Welt. Ohne Gabelstapler ist das doch gar nicht nachzuprüfen. Ja? Guck mal, du und dein Team Nordkorea, ihr seid so ein Dilettantencamp, du Elefantenmensch. Der hat einfach 120 Kilo abgenommen. Da braucht keiner klatschen, das war eine OP. Aber 120 Kilo, das ist erstmal nice, echt okay. Ich meine, 120 Kilo, das sind einfach 3 LBBs. Ne? Aber der hat einfach seine Beine ignoriert. Was ist das? Jetzt holt er sich neue Sachen für seinen Oberkörper, Unterhemden, Ketten, steht vorm Spiegel so und macht da die Show und yo, und seine Beine sind so, hallo? Dicker, für dich war früher der Griff zum Kühlschrank schon sowas wie ein Ausflug. Heute steht der voll stolz im Erdgeschoss, drückt auf den Knopf und sagt, mir kann noch eine Person in den Aufzug. Du hast auch keine schweren Knochen. Nein, du hast echt leichte Knochen. Und seitdem du aus dem Haus gehen kannst, sind die Umsätze von Lieferando auch nur zufällig eingebrochen. Guck mal, ich sag dir was, ne? Dein Umfeld ist nicht so ganz sauber. Du machst immer so einen auf gut erzogener, guter Christ. Aber ich weiß, dass du abgenommen hast, was Frauen angeht, ein ziemlicher Schmutzfink bist. Ich will auch nicht sagen, wer dich da verraten hat, aber ich weiß zu 100%, der war dieses Jahr im Freibad und einfach 2 Weiber unter Wasser angefasst. Ja, ne? Ist so, ne? Hast du wirklich gemacht, ne? Ja, ist doch gut, Alter. Warum machst du das? Ne? Dass du dich nicht schämst. Aber beruhig dich doch, Alter. Als ob hier irgendjemand glaubt, dass du ins Schwimmbad... Passt. Okay, gut. Letzte Line. Bring heute keine einzige Sache über mein Alter. Digga, das macht keinen Sinn. Ne? Weil man muss kein guter Arzt sein, um zu wissen, dass du niemals so alt wirst, wie ich gerade bin. Time. Auch auf der Bühne vor allem. Psst. Ey, yo, es ist Goiner, ich ermorde jetzt die Kälber. Ich werde wirklich nicht so alt, wie du bist. Ich werde älter. Und Magda rief mich an und meinte, Goiner, wir hätten dich gerne auf der Bühne zurück. Dein Gegner wäre Cynic. Und ich so, gut war der Witz. Und sie so, nein, das ist kein Witz. Der hat dich als Gegner sogar gepickt. Und natürlich habe ich zugesagt. Das ist der bekannteste Battle-Rapper Deutschlands. Diese Möglichkeit ist super für mich. Deshalb erstmal danke, Cynic. Danke. Danke, dass ich dir vor hunderten Leuten sagen kann, was du für ein Hurensohn bist. Frankfurt, das hier ist meine Stadt. Bis ich 5 Jahre war, bin ich hier aufgewachsen. Nordweststadt represent. Grüße an meine Homes im Nacken. Oleg Sech, irgendwann war die Rolex echt, denn er hat groß gehasselt. Nemo wollte nie wieder in Hubs. Deshalb sah man ihm die ganze Szene mit seinem Floh zerhaken. Parallel dazu, Chelo und Abdi, das beste Duo in Deutschrap, das wir jemals hatten. Und Haftbefehl ist für mich der Goat des Ganzen. Doch eine Frage habe ich an den großen Atzen. Warum hast du ausgerechnet diesen Affen aus dem Zoo gelassen? Junge, ich schlag dich heute behindert ohne Schwätzen. Was für Battle Rap, geh mal Shisha-Kohle wechseln. Das ist Kenix City, einfach mein Revier. Wirst heute von dem High One filetiert. Was hast du die letzten 3 Jahre bitte gerissen? Außer 3-mal 3-0 gegen Mighty zu verlieren. Und dann nennst du dich den Goat? Junge, das ist richtig Schrott. Das Einzige, was du mit dem Goat gemeinsam hast, ist dein Ziegenkopf. Ich bin hier der Goat. Ich bin hier Legende. Ich bin hier echter Hip-Hop. Junge, ich bin so eine Legende. Ich komme einmal auf die Bühne zurück und aus TTT wird wieder Rap am Mittwoch. Und du sagst, du hast die meisten Klicks.
und denkst, deshalb bist du der King MC. Doch die meisten deiner Klicks kommen von kleinen Kindern. Also wurst, so hält sich dieser Freak. Doch Cynic liebt seine Fans. Enttäuschen wird er die niemals nie. Denn Cynic hat ein Herz für kleine Kinder. So wie Sinan G. Und ja, du hast die größere Reichweite. Dafür kann ich besser... Wer hat gesagt, geh nach Hause? Ich bin eh besser bis jetzt. Halt's Maul, Alter. Du hast die größere Reichweite. Dafür kann ich besser vor einer Crowd rappen. Ball die Faust und schlag gegen deine Pausbäckchen. Guck dich an. 40 Kilo Lauch. Fühlt sich an, als würde ich gegen eine Frau battlen. Du bist so eine Flasche. Barello will sich auf dich draufsetzen. Und in deinem letzten Battle meinte der, dass der Frauen schlägt. Und bekam auch noch Jubler für die Bars. Moment mal, ein dünner Lauch, der Frauen schlägt? Kuchen-TV in schwarz. Wer kennt sein Format? Cynic macht Auge. Dieses Format ist einfach ciao. Reagierst du noch einmal auf einer meiner Videos, bekommst du Paar aufs Maul. Heißt, macht Cynic von Goyner Auge, macht Goyner von Cynic Auge blau. Und Cynic denkt, er hat den größeren Schwanz. Denn er ist ein schwarzer Boy. Und wenn wir beide unsere Schwänze rausholen, dann bin ich hart enttäuscht. Doch deine Mutter liebt mich trotzdem. Die kuschelt sich immer an meinen Schwabbelmäus. Die nennt mich immer Scarface. Denn sie sagt gerne Hallo zu meinem kleinen Freund. Junge, deine Mutter fühlt sich einsam. Deshalb habe ich ein Rendezvous mit der Chai. Ich klingel an der Tür, sie ist romantisch for life. Der Tisch ist gedeckt, das Kerzenlicht scheint. Digga, ich bin Zigeuner. Natürlich habe ich Rosen dabei. Junge, deine weiße Mutter guckt mich an und ist sich krass am Verschießen. Ich fasse ihr an die Schulter, küsse ihren Hals und folge danach meinen Trieben. Hol den Verlobungsring aus der Tasche und gehe glatt auf die Knie. Guck ihr tief in die Augen und sage, das ist die Liebe. Auf einmal kommt Cynic rein, guckt mich an, als würde ich ihn hart massakrieren. Und ich so, was los, Cynic? Hast du noch nie einen Zigeuner gesehen, der versucht, einen deutschen Pass zu kriegen? Doch eigentlich... Wollte ich über seine Frau rappen, Motherfuck. Wollte darüber reden, wie ich diese Kachper knack. Doch guckt nicht an. Ich kann nicht über seine Frau rappen. Das wäre zu abgefuckt. Wisst ihr warum? Weil sie ihn Anfang des Jahres verlassen hat. Wie jetzt? Die hat einfach so den Mister respektlos verlassen? Was für ein hartes Verbrechen. Innerlich war ich das Kratz am Zerfetzen. Ich meine, früher konnte Samuel seine Frau ficken, wann er wollte. Heute muss Samuel Jackson. Doch, der bringt, Junge, du bringst die Frau in deinen Comedy-Witzen. Du bringst Witze über deine Frau in dein Comedy-Programm. Denkst du, die lässt sich das gefallen, tut nein schweigen? Die mochte dich nur wegen deinem Fame und deinem Geld. Doch sobald die Steuerschulden kamen, schob sie dich beiseite. Heute seid ihr zusammen, dann wieder auseinander, dann wieder zusammen und dann wieder auseinander. Also tu bitte keinen Scheiß-Time. Shirin David featuring Jims. Denn die Frau hat die On-Off-Beziehung mit den schwarzen Rappern nur aufgrund seiner Reichweite. Erste Runde vorbei und ganz Frankfurt sieht, wie ich diesen Esel zerteile. Mach aus dir eine lebende Leiche. Anfang des Jahres hat deine Frau dich verlassen. Nach dem Battle macht deine Seele mit deinem Körper das Gleiche. Ich scheiß auf deine Fans. Pisser. Nein, das ist gut. An der Stelle erstmal Grüße an meine Ex-Frau auf jeden Fall. Die hat mich nicht verlassen, das war ein gemeinsames Ding. Und das ist die beste Frau immer noch, die ich habe. Mit der konnte man wirklich Pferde stehlen und nicht böse sein auf mich, aber es fällt mir wirklich so schwer, den ernst zu nehmen. So. Adipositas. Der Herr ist mein Hirte. Wenn ich mal ganz kurz darf. Nee, sorry. Der Herr ist dein Hirte. Was bist denn du für ein fettes Schaf? MC Goyner glaubt an jedes Wort, was in der Bibel steht. Ne? Das ist so geil. Damit gehört er zu einer Gruppe verblendeter, kindischer Spasten. Und ich glaube aber auch, dass er wirklich an Adam und Eva glaubt und vielleicht auch an die Schlange, aber nicht an den Apfel. Ne? Guck mal, MC Goyner glaubt an jedes Wort, was in der Bibel steht. An die Arche Noah.
Was soll das für ein unrealistisches Bild sein? Standst du früher auch da und warst so, Noah, warum stehe ich hier neben einem Wildschwein? Guck mal, MC Goiner hat in unserem Interview gesagt, der hat schon mal mit dem lieben Gott geredet. Ich weiß nicht, wer hat auch schon mal mit Gott geredet und hat ihm sogar geantwortet. Du bist der Einzige, der Connections zu Gott hat. Das ist crazy, Alter. Heftig, Alter. Du, lustig. Einfach mit dem hast du den dann auch gefragt, warum dich akustisch keiner versteht? Hä? Obwohl hat der wahrscheinlich nach dem Motto, lieber Gott, meine Zunge ist immer im Weg. Und wenn ich rede, ist es für die anderen so, als wenn es regnet. Warum ist das so? Kannst du mir das mal endlich erzählen? Und der liebe Gott war so, Goini, ruhig. Ich hab doch dasselbe Problem. Ey, stellt euch mal vor, ihr seid einfach sprachbehindert. Stellt euch vor, ihr seid sprachbehindert, dann müsst ihr einfach gegen mich betteln. Ain't that a bitch? Da kommen vor dem Battle seine besten Freunde, sorry. Da kommen vor dem Battle seine Pfleger zu ihm und sagen so, gegen wen battlest du demnächst? Er so, Cynic. Gegen wen? Gegen Cynic. Gegen wen? Gegen Cynic. Hat er noch einen anderen Namen, der Dude? Ja, Most Viewed. Okay, Dicker, das ist echt wack, Bro. Hat er sonst noch einen Spitznamen? Ja, Mr. Respektlos. Okay, machen wir einfach den bürgerlichen Namen. Als ob das nicht klappt. Wie heißt der denn mit normalen Namen? Samuel Sibilski. Fuck. Guck mal, das Ding ist folgendes. Das Ding ist folgendes. Ich bin Atheist. Du bist Christ. Ne, ich habe auch doppelte IQ-Punkte wahrscheinlich, aber ist auch in Ordnung. Jeder soll das an das glauben, wie es ihm am besten steht. Aber Atheisten stehen nicht dafür, dass man sich an Minderjährigen vergeht. Deine katholische Kirche macht nach außen hin immer einen so, als wäre sie gerade im Wandel, aber hat seit Jahrhunderten organisierte Kinderringe in diesem Lande, wo Knaben von Diözese zu Diözese gereicht werden, um die da zu misshandeln. Die katholische Kirche, deine katholische Kirche ist der größte Verein von Kinderfickern weltweit. Ich mein's ernst. Das sind nur die bewiesenen Fakten. Das ist nur die Spitze des Eisbergs von diesem verachtenswerten Haus. Der Vatikan ist zwar nicht die Mini-Playback-Show plus Zauberkugel, aber da gehen Kinder rein und kommen ganz anders wieder raus. Ach, du bist kein Katholik? Was bist du denn? Okay, Entschuldigung. Dann habe ich gerade Scheiß erzählt, Scheiße gespittet. MC Goiner ist anscheinend doch ein freier Christ. So. Eieiei, jetzt komme ich wieder raus. Katholische Kirche ist ein Haufen Finderficker, ist die Mini-Playback-Show. Ja, jetzt habe ich die Stimmung runtergezogen, aber auch, war mir auch wichtig, das Thema. Trotzdem, du hast doch Connections zu Gott, ne? Und du sagst ja auch, der wäre im Endeffekt deine Rettung. Also mir persönlich wäre es lieber, Priester würden die Finger von Kindern lassen, als dass du in 3 Jahren stirbst an Verfettung. So, das war's von mir. Im Namen des Shawarmas, der Pommes und des heiligen Fleisches. Ramen. Er macht sich über meinen Glauben lustig. Das zeigt mir, du bist einfach das Letzte. Er sagt, es gibt keinen Gott und zack, er vergisst seine Texte. Willst du noch weiterreden? Bist du fertig? Hast du Angst? Weil du weißt, 2. Runde geht eher an mich. Cynic und ich hatten ein Interview, damit dieses Battle ein bisschen Promo kriegt. Und da hat Tierstar ihn gefragt, warum er immer über Christen Witze macht und über Moslems nicht. Und seine Antwort, die war richtig Schmutz. Er so, weil Christen sind harmlos, aber wenn man Witze über Moslems machen, jagen die ein Gebäude in die Luft. Frankfurt! An alle Moslems, hebt mal kurz den Arm. Wer von euch hat schon mal ein Gebäude in die Luft gejagt? Junge, nur weil einer das in Paris mal gemacht hat, tust du alle Moslems in eine Schublade stecken. In deinem Kopf ist richtig Aua. Und er so, ich habe 10 Jahre mit einem Moslem Fußball gespielt. Die ticken ja nicht sauber.
Die ticken ja nicht sauber. Junge, du, jetzt mache ich die Schotten dicht. Deine Aussagen sind trottelig. Du hattest damals muslimische Mitspieler, die später Profis geworden sind. Und das hat deinen Kopf gefickt. Deshalb denkst du auch, dass jeder Moslem ein Terrorist ist, weil selbst die im Gegensatz zu dir zum Schuss gekommen sind. Ich meine, der sagt, der macht keine Witze über Moslems, weil der nicht möchte, dass einer in Berlin den anspricht. Das hast du wirklich gesagt, was für ein madiger Lappen. Jetzt verstehe ich auch deine Panikattacken. Machst immer auf intelligent, doch laberst nur dummen Schmarrn. Du willst in Berlin nicht von einem Moslem angesprochen werden. Guter Plan. Warum sind alle Battle-Rapper über 40 so dämlich, Mann? Wie viel Angriffsfläche willst du noch haben für diesen Käfigkampf? Dein letztes gutes Battle war vor 8 Jahren. Jetzt bist du ein C-Promi. Dauert nicht mehr lange, bis man dich im Dschungelcamp sehen kann. Du bist mehr Terrorist als jeder Moslem, der heute hier ist. So wie du deine eigene Karriere getötet hast. Und was reimt sich auf? Du wirst gekillt durch eine Goyner-Runde? Richtig, Cynic hat Steuerschulden. Der macht das hier nur, um Steuerschulden zu bezahlen. Richtiger Bastard. Weißt du, wie man in Frankfurt jemanden nennt, der für Geld etwas macht, worauf er gar keine Lust hat? Kachbar. Du machst das hier nur wegen Geld. Das ist bedeutsam, echt. Wie ironisch, dass seine Schuld beim Finanzamt das Einzige ist, was ihn steuern lässt. Ich meine, der hat 80.000 Euro Steuerschulden. Heftig ohne Mist. Merkst du nicht, wie lächerlich das ist? Wie konntest du 80.000 Euro ignorieren? Jetzt mal ernsthaft, ohne Witz. Was hast du dir gedacht? Ach komm, die paar Euros merken dich schon nicht. Ich meine, früher hast du immer mit deinem Geld angegeben. Heute bist du finanziell am Arsch. Du trugst jahrelang eine stolze Fassade, hast in deinen Internetvideos dich über arme Leute lustig gemacht. Warst dir nie zu fein, andere Leute zu schaden. Deine Klamotten waren von den teuersten Marken. Deine Ketten, die neuesten Ware. Und schon damals dachte ich mir, du hast deutlichen Schaden. Heute hast du so wenig Geld, du kannst deiner kleinen Tochter nicht mal ein Fahrrad kaufen, denn du musst Steuern bezahlen. Und ausgerechnet du sagst immer, du hättest mega Geld. Und wer ist echt der Held? Ich bin Hartz-IV-Empfänger. Heißt, du zahlst Geld am Staat. Ich bekomme Geld vom Staat. Wer hat jetzt das bessere Geschäftsmodell? Ich meine, die Steuergelder, die zuzahlt, zahlen meine Miete in einer 80 Quadratmeter Wohnung mitten in Köln. Das ist richtig krass. Die Steuergelder, die du zahlst, machen es möglich, dass ich im Nike Store gehen kann, damit ich frische Klamotten und nice Sneakers habe. Die Steuergelder, die du zahlst, haben meine Magen-OP bezahlt, weshalb ich 120 Kilo Minus habe. Und denkt man über diesen Fakt mal richtig nach, hat Cynic mich eigentlich dünn gemacht. Deshalb möchte ich mich erkenntlich zeigen. Denn ich bin immer noch Goyner. Nach dem Battle kaufe ich deiner Tochter ein Fahrrad. Von deinen Steuern. Teil. Easy. Weitere Runde easy. Ja. Soll ich das sagen? Meine Tochter hat zwar schon ein Fahrrad, aber nehmen wir auch noch eins. Nee, ist geil. Ich feiere auch deine Art zu rappen. Weil das so wie Steuer und dann so, Digga, kannst du vergessen. Ja, und dann sind, weil ich bin nämlich und weil du, Mann, halt deine Fresse. Das Ding ist so einfach. Guck mal ganz kurz, ne? Guck mal, Battle Rap ist wie eine Oldschool-Apotheke, so eine alte Apotheke. Ne, du kommst rein, ne, und Achtung, wichtig, und dann hast du ein Rezept dabei, weil du denkst, dass du sick bist, und der Chef geht die Leiter hoch. Achtung, Achtung, dann reißt er die Klappe auf und dann gibt's eine Packung. Alles gut, ist kein Joke. Ist kein Joke. Fick dich, ey. Dann ist eine Packung, fick dich, ey. Ja, nee, ist kein Joke, ist nur ein bisschen Zeitspiel. Auch wenn ihr euch jetzt denkt, ist ein bisschen lame, aber guckt euch mal kurz seine Beine an. Jede Minute, die er länger steht, tut dem richtig weh. Digga, ich bin respektlos. Deine Füße sehen aus wie aufgegangener Teig in einem zu knappen Hausschuh. Gehst du allein vor die Tür, ist es automatisch ein Massenausflug. Wie willst du in den Himmel kommen, Alter, mit einem Lastenaufzug? Digga, ich bin respektlos. Du bist ein fetter, behinderter Zigeuner. Du kannst nicht lesen und nicht schreiben. Du bist ein lispelnder Spaten. Die Nazis hätten damals direkt mehrere Gründe gehabt, dich zu vergasen. Ja.
Aber ich will jetzt auch gar nicht abzielen, nur auf seine Ethnie. Ne, ja, ja, Daumen nach unten. Wenn man uns beide sieht, glaubt man dann nicht mehr, wir sind dieselbe Spezie. Ne? Was ist das? Er zieht schon Grimassen. Ist das geil? Ne? Oh, du willst aber Vorreiter sein, du willst Pionier sein. Ne? Und du ebnest den Newcomern jetzt den Weg. Aber wie soll denn jemand in deine Fußstapfen treten, wenn du dich nicht mehr vom Fleck bewegst? Dicker, Leute wie du, die so aussehen wie du, sind automatisch ungepflegt. Geht auch gar nicht anders mit diesem Fusselhaar und du guckst auch nicht so richtig smart. Das ist schon hart. Man kann ihn dann nicht mehr irgendwo mit hinnehmen, ohne dass man vorher den anderen Gästen sagt, guck mal, der Robert kommt auch noch, es wäre cool, wenn er nicht so starrt. Ne? Dicker, das, was ich dir sag, ist zu 100% meine Meinung. Glaub mir, du Freak. Dass die Leute grinsen, wenn sie dich sehen, hat nichts damit zu tun, dass du gute Laune versprühst. Hm? Du bist ein Witz, ein Scherz, bemitleidenswert, eine Laune der Natur. Halb Eunuch, halb Schwein. Also ich lieber, wäre lieber ein Leben lang LBB, als auch nur einen Tag du zu sein. Du bist faktisch gesehen, rein faktisch gesehen, nur per Definition, ja wirklich eine Missgeburt. Du bist eine Missgeburt. Hörst du mir zu? Es ist nicht normal, dass die Leute, die mit dir chillen, automatisch das Gefühl haben, dass sie gerade etwas Gutes tun. So, aber ich will dir jetzt auch nicht runterziehen hier, ne? Sonst schmeißt du dich noch auf die Gleise und der ganze Bahnhof ist im Eimer. Guck mal, Real Talk, du hast auch was Positives, du hast ja zwei Ziele gehabt, ne? Und das ist abnehmen und sich im Battle-Rap etablieren. Und du hast beides geschafft. Aber das hast du nicht dem lieben Gott zu verdanken, du peinlicher Spast, sondern den Leuten, die dich großgezogen haben, deinen Freunden und deiner eigenen Kraft. Du hast das alleine gepackt. Der ist der einzige Battle-Rapper mit einem eigenen Lied. Der ist der einzige Battle-Rapper mit einem eigenen, kennst du, ne? Ein MC, einmal zum Abschluss noch, ein MC-Goiner. Es gibt nur ein MC-Goiner. Ein MC-Goiner. Es gibt nur ein MC-Goiner. Stopp! Nein, MC-Goiner, du bist ein fettes Schwein, MC-Goiner. Du bist nur hier, weil ich das will. Dicker, du bist mein MC-Goiner. Was für ein MC-Goiner, wenn Drop Dynamic zunimmt und einen Schlaganfall bekommt, dann gibt es zwei MC-Goiner. Time. Junge, ich werde dich hart begraben. Du sagst, du wärst lieber LBB als ich. Junge, das Einzige, was dich und LBB unterscheidet, ist die schwarze Farbe. Jeder, der schon mal 2 Minuten mit ihm geredet hat, weiß, der hat einen an der Klatsche. Jeder soll immer wissen, dass er der Schönste, der Tollste und der Beste ist. Immer nur über sich selber am Quatschen. Ich glaube, deshalb hat dich deine Frau auch verlassen. Warum musst du immer über dich selber reden? Kannst du es nicht einfach mal lassen? Doch dann habe ich angefangen, ihn zu recherchieren. Und jetzt habe ich einen Stapel an Fakten. Und die erste Erkenntnis, die ich über den Lappen dann hatte, er ist ohne Vater aufgewachsen. Früher, als wir klein waren, haben wir uns so Sachen gewünscht wie eine Playstation, ein Gameboy oder so ein schönes Spielzeugauto mit Gold. Warum lachst du? Hast keine Kindheit gehabt, oder was? Oder so ein schönes Auto mit goldener Schrift. Zinnigs einziger Wunsch war, einen Vater zu haben, der ihn in die Augen guckt und sagt, Samuel, ich bin stolz auf dich. Kommt hier immer an, macht auf dicke Hose, als wäre er echt der King. Ihr seht einen 40-jährigen Mann, der schreit, ich bin respektlos. Ich sehe den kleinen Samuel, der sich so sehr gewünscht hätte, einen Vater zu haben, der ihm Respekt beibringt. Und vor 2 Monaten hat er vor laufender Kamera gesagt, wenn ich sage, 9 von 10 schwarze Männer sind Vergewaltiger, dann ist das meine persönliche Erfahrung. Das hast du wirklich gesagt. Und dieser Spruch war wirklich elendig. Doch jetzt, wo ich weiß, wie deine Beziehung zu deinem Vater ist, weiß ich immerhin, von wem du sprichst. Denn dein Vater hat deine Mutter gefickt und sich dann auf ewig verpisst. Kein Hallo, kein Unterhalt, kein Hi Samuel, wie geht es dir? Ich denke an dich. Deshalb kannst du mit deinem Kopf so viel schütteln und lachen, wie du willst. Weil dieser Engel auf jeden trifft. Denn dein Vater ist mehr Mr. Respektlos, als du es jemals gewesen bist. Oh, warte mal, mein Handy klingelt. Oh, ist dein Vater. Jo, was geht ab, Bro? Ich bin gerade mitten im Battle, deinen Sohn, diesen Freak zu zerfetzen. Nein, du störst nicht, alles chillig, lass dich nicht stressen. Ja, der kommt immer noch an mit billigen Texten, versucht mich beim Rap zu irritieren beim Rappen. Und ja, auf einem Beat kann der noch immer nicht rappen. Aber ich muss jetzt auflegen, wir hören uns später, ciao.
Junge, selbst mit so einem billigen Gimmick lasse ich Punches regnen. Wisst ihr, was lustig war an diesem Telefongespräch gerade eben? Ich habe in 30 Sekunden mehr Worte mit seinem Vater gewechselt, als er in seinem ganzen Leben. Junge, ich überschreite gerade eine Grenze. Mexikaner schickt den schwarzen Mann in ein tiefes Loch. Das ist Sparta, wer ist erst gefickt und danach gekillt. Nenn mich Jeffrey Dahmer. Du sagst, du bist die Nummer 1 in deutschen Battle Rap? Was für ein Scheißversager. Was für Nummer 1 in deutschen Battle Rap? Du bist ja nicht mal die Nummer 1 für deinen eigenen Vater. Und seine Mutter tut mir am meisten leid, denn sie musste Papa und Mama gleichzeitig sein. Und dieser Job ist monsterhart. Sie hat dein Essen gekocht, deine Wäsche gewaschen und deine Schulsachen besorgt. Das ging von Montag bis Sonntag ab. Du wurdest erwachsen. Und was hast du gemacht, um zu zeigen, dass du dankbar bist, was sie für dich geopfert hat? Na, du hast ihr erspartes Geld aus der Spardose genommen, damit du auf Sportwetten zocken kannst. Real Talk, das hat er in seinem Podcast vor 5 Jahren gesagt. Und du meintest, dass deine Mutter sehr lange deshalb enttäuscht von dir war. Und anstatt du die Sache gerade machst, muss sie mit eigenen Augen zusehen, wie du deine Sachen packst und für Comedy und deine Frau von Düsseldorf nach Berlin ziehst und gibst auf deine Mutter einen harten Fuck. Doch sie liebt dich trotzdem. Und das ist ein krasser Fuck, denn dank deines Vaters bist du nicht der erste schwarze Mann, der sagt, dass er sie liebt, doch dann für eine andere Frau verlassen hat. Und du sagst, die Bibel ist ein Märchenbuch. Du sagst, die Bibel ist ein Märchenbuch. Findest du das ehrlich? Toll. Weißt du, warum du sagst, dass die Bibel ein Märchenbuch ist? Weil da drinnen steht, dass man seine Eltern ehren soll. Und die Tatsache, dass du nicht an Gott glaubst, die kann ich sogar verstehen, Mann. Denn wie sollst du an einen Vater im Himmel glauben, wenn du deinen eigenen nicht mal sehen kannst? Wenn du deinen eigenen nicht mal sehen kannst. Und du bist ein Atheist, der sich selber Gott nennt. Diese Aussage ist nicht sehr schlau, denn damit beweist du ja nur, dass du nicht an dich selber glaubst. Und du sagst, du hast die meisten Klicks und ich gönne dir das, ohne Schwätzen. Genau wie jeden einzelnen Cent, den du für deine Shows collectest. Doch du wurdest zum Most Viewed mit Skandalen und nicht mit Flows, die fetzen oder dopen Sätzen. Casey Rebel hat auf mein Battle gegen LBB einfach so reacted. Ich bekam Liebe für meinen Stift von Oleg Sesh und Chef Get Laughs Unlimited, gab mir Props für die Leidenschaft in meinen Texten. Motrip hat dein Battle 3-0 an Mighty gegeben, denn er fühlte deine Raps nicht. Mir meinte Motrip, er hat mir Props gegeben und ich bin einer der Besten. Du erwähnst Haftbefehl in deinen Tracks, in der Hoffnung, er reacted. Ich hatte Haftbefehl an meinem Festnetz. Er meinte, dass er mich gerne auf einer seiner Tracks hätte. Okay, das war bevor er merkte, dass ich schlecht rap. Nimo folgt mir auf TikTok. Echt jetzt? Deshalb scheiße ich auf Mr. Respektlos. Geh weiter mit deiner Kohle flexen. Was für Most Viewed. Du stehst gerade vor the most respected time. Ich scheiß darauf. Easy win. Easy. Macht mal Lärm für beide MCs Frankfurt! Irgendwas? Ja, ey, sorry für den Joke in der zweiten Runde auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß gehabt. Es war ein bisschen zu schwer auch für meine Verhältnisse. Was war so ein bisschen unangenehm auf jeden Fall. Also was die Themen angeht, nicht was die Aufgabe angeht, sondern. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß gehabt. Ich hoffe, das Warten hat sich gelohnt und ich hoffe, ihr habt trotzdem einen schönen Abend gehabt, Frankfurt. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Haut da rein, meine Lieben. Goiner? Jo, danke für den Abend. Was soll ich sagen? Ich bin nicht zufrieden so mit mir, sondern habt ihr mich nicht gehört, die Energie, bla bla bla. Jetzt komme ich wie ein schlechter Verlierer rüber, oder bin ich vielleicht, obwohl ich gewonnen habe, aber egal. Auf jeden Fall, Props an Cynic, dass er mir die Chance gegeben hat, gegen ihn zu battlen. Schönen Abend noch, ciao. Yeah. Top Tier Takeover, wir haben das Main Match gesehen. Cynic gegen MC Goiner. Ich hatte das Gefühl, es war ein bisschen angespannte Luft auf der Bühne. Wie hast du das Battle empfunden? Also so von dem, was gebracht wurde, was gerappt wurde, fand ich es eigentlich dope Lines von beiden Seiten. Ich fand halt, die Energie ist ein bisschen nicht so rübergekommen wie sonst.
Das fand ich ein bisschen schade, dass ich bin halt so auch jemand, wenn ich so merke, da kommt keine Energie zurück, das zieht sich, sieht man bei mir dann auch so ein bisschen, ne? Ja, an sich, das habe ich eben schon mal in dieser Crowd-Reaction gesagt, bedanke ich mich allein, dass ich gegen Cynic battlen durfte, so, ne? So hätte man mir das vor 2-3 Jahren gesagt, dass überhaupt daran zu denken, wäre nicht möglich gewesen, deshalb danke. Ich weiß jetzt halt nicht, wie das auf Video aussieht, ne, ob es so geil ansehnlich ist, so, ne? Aber ich bin mit meinen Sachen auf jeden Fall mega zufrieden. Und ja, ne? Props nochmal an Cynic und danke. Ja. Selbe Frage an dich, wie hast du dich auf der Bühne gefühlt? Nicht gut, hat man ja auch gemerkt. Ich habe noch nie vor so einer kleinen Crowd gebattelt und selbst wenn die so klein war, ist okay. Aber dann, die haben auch, glaube ich, nicht so Bock gehabt. Also das war... Ich glaube, an den Lines lag es auch nicht, weil von ihm und von mir waren auf jeden Fall Sachen dabei, die hätten mehr Reactions verdient gehabt. Das war heute nicht der Fall. Das war, ich weiß nicht, ob die müde waren oder ob die ein bisschen zu cool waren. Es haben auch viele Leute reingerufen, es war sehr unruhig. Ich habe vorher das Freestyle-Turnier nicht gesehen. Vielleicht haben die sich ja schon ausgepowert, was so die Reactions angeht. Oder vielleicht war es halt einfach nicht so eine energetische Crowd, dass dem Battle so ein bisschen die Würde gegeben hätte, so. Ja, ich fand die Energie der Crowd am gesamten Abend irgendwie ein bisschen schwach, was, glaube ich, aber auch daran gelegen hat, dass man es nach draußen hin nicht so gut verstanden hat alles. Eine Sache in der zweiten Runde, da hattest du diesen Engel mit der katholischen Kirche und bist dann rausgekommen. Was genau hat dich da rausgebracht? Ich habe das gebracht, genau. Und dann hat er irgendwas gesagt, also er hat es nicht reingeschrien oder so, aber hat dann halt geantwortet oder irgendwas gesagt, nee, ich bin freier Christ. Und das hat mich komplett rausgebracht. Da habe ich nochmal nachgefragt und da hat das nochmal laut gesagt. Und ich dachte mir so, okay, wenn ich darauf jetzt irgendwie noch freestylen kann, Entschuldigung, ich habe Sodbrennen aus der Hölle, seit 4 Tagen kann ich nichts essen. Deswegen auch der Rotwein. Genau. Und dann habe ich versucht zu freestylen, habe versucht wieder reinzukommen dadurch und war dann aber raus. Und ich weiß nicht, gefühlt war es so eine halbe Minute, aber es hat sich auf jeden Fall... Also ich glaube, es war eine halbe Minute, aber es hat sich wahrscheinlich länger angefühlt auf der Bühne. Genau, da bin ich voll rausgekommen, weil er halt, ich habe das gegen Bongtecki schon mal ähnlich gehabt, da habe ich ihm gesagt, weißt du noch, als wir hier, dass du mich angesprochen hast, und ich dachte, der sagt so, nee. Und dann hat er irgendwas geantwortet und ich war so, Und das darf einem natürlich nach, keine Ahnung, wie vielen Battles nicht passieren. Ist mir passiert, dafür habe ich mich entschuldigt und das war natürlich nicht cool. MC Gönner konnte das aber in der zweiten Runde dann so schon zu seinem Vorteil nutzen, hat einen sehr guten Freestyle-Konter gegeben, meiner Meinung nach. Der war Killer auf jeden Fall. Ich habe mir auch schon beim Schreiben gedacht, okay, wenn mir da jetzt die Fallhöhe ist so riesig, also selbst ohne dieses ganze Gottgelaber ist das, und mir ging es auch vorher nicht gut, ich dachte mir so, wenn ich jetzt da irgendwie aufstoßen muss oder rülpsen muss oder spucken muss oder, weil es halt wirklich rumort, dann habe ich halt meinen Text vergessen und dann hat er das perfekt genutzt und das war auch, glaube ich, das einzige Mal im Battle, wo ich so wirklich meinte, okay, Killer. Also es war so ein sehr geiler Moment, er hat das professionell ausgenutzt, besser kann man es nicht machen. Der Konter, ist dir der so spontan gekommen oder wie war der Gedankenvorgang, bis es zu diesem Konter kam? Ja, ich habe halt schon während er die ganze Zeit so am Rappen war, irgendwie überlegt, wie kann ich das auskontern so. Und dann hat er halt genau in dem Part, halt, wo es darum ging, um Gott und so, hat er dann gechoked und das kam dann halt so. Was ich halt nochmal zu diesem davor, wie du gechoked hast und so, das hat mich halt nur so maximal getriggert, weil ich halt wahrscheinlich der größte Feind der katholischen Kirche bin, allgemein so öffentliche Kirchen und so, weil das ist halt eher so Geldmacherei und Politik mehr als alles andere, deshalb bin ich voll eigentlich ein Gegner, deshalb hat mich das halt so getriggert und ich habe dann halt ganz seit den hier gemacht und dann hast du gedacht, wie, du bist kein Katholik und dann habe ich gedacht, nein, ich bin freier Christ. Mhm. Hätte ich auch nicht machen müssen, aber es war in dem Moment, ich habe auch nicht unter Kontrolle in solchen Momenten und so, ne? Ja. Du wirkst ja in Battle sowieso, bist du ein anderer Mensch, als wenn man dich privat trifft oder mit dir dich unterhält. Hinter dir war auch harte Stimmung. Hast du das überhaupt mitbekommen, was hinter dir alles passiert ist? Ja, das habe ich irgendwann dann so mitbekommen, auf jeden Fall. Props an den Sergeant, aka Chris, auf jeden Fall. Stabiler Rücken und alle, die mich auch gepusht haben und supportet haben. Ja, auf jeden Fall. Ist das deiner Meinung nach noch okay, dass Unbeteiligte so viel Einfluss auf ein Battle nehmen? Also ich sag mal so, reinreden sollte jetzt nicht okay sein, aber der Rest ist dann halt, muss nicht sein, aber ne, ist nichts Verbotenes so. Wie siehst du das? Hat er recht, ist nichts Verbotenes. Also ich würde, wenn meine Leute das machen würden, das kommt bei mir nicht vor.
Ich fand es auch peinlich, deplatziert und lächerlich auch von Leuten, die, also, was haben die damit zu tun? Du kannst deinen Kollegen supporten, wie du möchtest, während seinen Runden. Mach den Hype-Man, pipapo. Aber wenn ich dran bin, acte nicht so, wie die geactet haben. So, aber das ist halt auch, keine Ahnung, insofern erklärbar, dass es halt für die Jungs wahrscheinlich ein großes Ding war so. Und die genug Hass aufgebaut haben, Native ja sowieso, Sergeant kann ich jetzt nicht verstehen, weil ich kenne den gar nicht. Wir haben noch nie miteinander geredet und dann, aber das ist auf jeden Fall, das war ein bisschen peinlich, aber wenn die der Meinung sind, die müssen das so machen, dann, das ist auch, wie Goiner schon sagt, das ist kein Regelbruch, ich kann mich darüber nicht beschweren, ich kann nur sagen, dass ich es halt wirklich drüber und peinlich fand, das war's. Okay, wie geht's dir jetzt nach dem Battle? Fühlst du dich als Gewinner oder wie siehst du das Battle? So, ich finde so, die erste Runde ist debatable, kann man locker an Cynic geben. So, die zweite Runde, finde ich, geht auf jeden Fall an mich. Und die dritte Runde ist halt dann von mir halt ein schwieriges Thema so gewählt, was ohne viele Punchlines ist oder so auf Entertainment oder so angelegt ist. Ich sehe das Battle an mich, aber ist natürlich wie immer Geschmackssache. Aber für mich habe ich gewonnen, ja. Abgesehen von deinem Choke in der zweiten Runde, wie zufrieden bist du mit deiner Leistung und würdest du dich auch als Gewinner des Battles sehen? Ich bin gar nicht zufrieden und wenn ich gar nicht zufrieden bin, kann ich mich auch nicht als Gewinner des Battles sehen. So, erste Runde ist, wie er schon sagt, debatable. So, zweite Runde geht aufgrund meines Chokes an ihn auf jeden Fall. Und dritte Runde, wenn man jetzt, kommt drauf an, wen du halt feierst. Wenn du mich feierst, kannst du dir an mich geben. Wenn du ihn feierst, kannst du dir an ihn geben, weil das Ding ist so, ich weiß nicht, wie viel Prozent von seiner Runde einfach darauf basiert haben, dass auch meinen Vater, wo ja jeder eigentlich weiß, dass der nicht mehr lebt, und dann ruft er den da an und mein Vater und ich habe mit dem länger geredet als du und das ist so, ich denke mir dann so, okay, wenn das alle in der Crowd auch gewusst hätten oder ein paar wussten es wahrscheinlich, dann geht die Runde halt voll ins Leere, weil das alles darauf basiert, aber meine war auch viel kürzer und seine hat auf jeden Fall auch, glaube ich, gefühlt, also während des ganzen Battles hat er, glaube ich, auch mehr Reactions gehabt, deswegen kann man nicht böse sein, wenn man das 2-1 an Goiner gibt auch. Wusstest du, dass Cynics Vater nicht mehr lebt? Nein. Deswegen war für dich die dritte Runde so aufgebaut, dass es für dich Sinn ergibt, so wie du es gemacht hast. Genau. Deshalb auch nochmal, tut mir leid, ne, und so. Ja. Okay, du gehst zufrieden aus dem Battle, du gehst nicht so zufrieden aus dem Battle? Ja, safe, unzufrieden, ja klar. Unzufrieden, weil wackelige Performance. Ich habe so gedacht, okay, ich habe jetzt, ich will auch gar nicht anfangen. Egal, auf jeden Fall, wir haben jetzt ein Battle gehabt. Nee, ist ja so. Man soll keine Ausreden suchen. Ich habe das Battle angenommen, ich habe hier zu stehen, meinen Text zu können. Es war wackelig. Mit der ersten Runde war ich zufrieden, weil die habe ich über die Runde gekriegt. In der zweiten Runde bin ich rausgekommen. Die dritte war auch in Ordnung. Da haben wir auch ein paar Sachen gezogen, aber natürlich bin ich unzufrieden mit dem Battle. Auch weil einfach keine Reactions kamen. Also es war schade. Es war so ein bisschen. Das heißt Perlen vor die Säue. Man kann jetzt, es war nicht so schlimm wie bei Mighty gegen Kid Soldier, aber es war schon auch nicht gut. Werden wir dich nochmal sehen, A Cappella oder Freestyle bei Top Tier Takeover? Oder wie viel Battle Rap spielt überhaupt noch eine Rolle bei dir im Leben? Also Battle Rap spielt immer eine Rolle, da kriegt man mich gar nicht raus so. Ich werde, also das ist zwar nicht so vorteilhaft hierfür, aber ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal bei Diltily battlen. Und Top Tier Takeover, A Cappella, weiß ich nicht, ehrlich gesagt, weil, keine Ahnung, nach dem nächsten Gegner, wer das dann auch immer wird, ist so, was soll denn da jetzt noch passieren? Es sei denn natürlich, Tiesta wird mit seinen Interviews voll erfolgreich, kriegt nochmal irgendeinen geilen Typen ran, der nicht aus dem Battle-Rap-Kosmos ist. Ansonsten wüsste ich nicht, was ich hier noch machen sollte. Aus einer Sauflaune heraus nochmal freestylen, kann immer passieren, aber so gesettetes A Cappella erstmal nicht mehr. Aber ein sehr gesehener Gast immer wieder auf unserer Plattform. Ja, das weiß ich doch. Und ich bin auch gerne hier und deswegen blutet auch so ein bisschen das Herz, dass man sich halt an die geilen Zeiten erinnert, so wie das halt war, dass man, egal wo man hingegangen ist, immer Full House, immer volle Stimmung. Ich hab gegen RV gebattelt, da ist der Laden auseinander geplatzt. Man hat schon schlechtere Battles gesehen von einer geileren Crowd. Und das ist halt so eine traurige Entwicklung so ein bisschen. Genau, und einfach hoffen, dass das irgendwie wieder, dass man irgendwie wieder den Bogen kriegt. Das hoffen wir alle. MC Goiner, wirst du Top Tier Takeover retten? Das ist auf jeden Fall eine sehr große Aufgabe. Ja, mal gucken. Würdest du wieder ein A Cappella Battle bei Top Tier Takeover machen? Ja, ich denke schon. Auf jeden Fall. Wie sieht's aus mal wieder mit Freestyle? Da ist halt das Ding,
ne, wenn es in der Nähe ist, dann auf jeden Fall. Und je nachdem, wie weit das entfernt ist. Ich war letztes Mal in Frankfurt, ne, da habe ich kurz einen Ausraster gegen Chrome gehabt. Ja, aber an sich auch eigentlich immer. Ich bin halt auch ein bisschen so Freestyle-mäßig, habe ich jetzt auch sehr lange nicht mehr so geübt. Früher habe ich jeden Tag auf Freebeats gefreestylt, gegen meinen Tisch, gegen meinen Stuhl oder alles. Aber ja, habe ich jetzt lange auch nicht mehr geübt, aber auch nicht ausgeschlossen. In Köln, ich weiß nicht, gibt es in Köln Freestyle? Nee, das ist Platzbord, aber da kannst du sehr gern vorbeikommen. Ja, bin ich auf jeden Fall am Start, auf jeden Fall. Würde mich auf jeden Fall freuen, freue mich immer, euch beide auf unserer Plattform zu sehen. Das war das Main Match, MC Goyner gegen Cynic. Mein Name ist Magda, seid lieb zueinander.